So Leute, wir kommen auch schon im nächsten Outlast Part. Das letzte Mal sind wir jetzt hier vor dem Warrider geflüchtet oder wie auch immer der nochmal heißt. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, wie es hier rausgeht. Da war es auch gerade. Wenn man vom Teufel spricht, muss gleich der Warrider da sein. Huch! Verdammtes Gas hier schon wieder. Drehe das Ventil für den was auch immer auf. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich weiß jetzt nicht woher. Ich glaube, ich habe das Ende von Outlast doch schon mal gesehen. Warte mal, wo geht's hier entlang? Fluid, vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Die Kamera will mich nur abfacken, alles klar. So, was haben wir denn hier? Da haben wir eine Treppe. Können wir hier nichts öffnen? Dokument. So, einmal hier für euch und für mich dann, wenn die Aufnahme vorbei ist. Okay. Ah, hier haben wir doch das Ventil. So, unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des. So schnell kann man lesen. Oh oh. Ich frage mich eigentlich jetzt, wo wir den Strom abschalten sollen. Vielleicht irgendwo da oben? Gucken wir mal rauf. Hier vielleicht? Nein? Oh oh! Ja toll! Und wir sind tot. Danke. Scheiß Warrider. Okay, das wird ein bisschen komplizierter als alles, was wir bisher gemacht haben. Wir laufen einfach gleich direkt mal los. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber egal. Durch diese Geräusche nehme ich mal an, dass er irgendwo bauen ist. Schon irgendwie auf den Pferden. Hauen wir einfach mal ab.
glaube, wir müssen darauf. Gehen wir mal dazwischen durch. Einfach weiterlaufen. Gucken wir mal hier rauf. Solange wir noch irgendwie Zeit haben. Ich weiß ja nicht, wo er gerade ist, weil ich nämlich sehr durch, weil ich die Kamera nicht aktiv habe, aber egal. Laufen wir einfach mal hier rauf. Das soll nicht schon passieren, wenn wir da rauflaufen. Ja. Und ich bin jetzt auch mal wieder ein bisschen am Arsch. Hä? Oh Mann. Jawoll, ja. Das wird für die Musik schon besser zügig. Hier kommen wir auf jeden Fall mal rein. Einmal eine Gasdusche. Und weiter geht's. Muss es eigentlich hier schon wieder dunkel sein? Ja. Hier ist es auf jeden Fall jetzt erstmal schön ruhig. Ah, hey! Deaktiviere Billys Notfallsystem der Lebenskammer. Ich habe keine Ahnung, was er meint mit Lebenskammer. Vielleicht können wir hier eine Abkürzung nehmen. Ach, verdammt. Und nochmal eine Gasdusche. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein komisches Gas ist, was uns da dann irgendwie desinfizieren soll. Hm. Hopp. Was zum... Der Warrider. Ist das schon wieder tot oder was? Au. Das war wohl eine üble Landung. Oh nee. Fuck, man. Oh. Dieser War... Schon tot. Dieser Warrider geht mir echt auf den Sack gerade. Ich weiß zwar nicht, wo es dahin geht, aber laufen wir einfach mal da entlang. So, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Trampolin nicht entlang gehen. Ach, wo sollen wir hin? Weiß ich nicht. Er war abgeschlossen. Hier geht also Warrider. Da sind wir zuletzt hergekommen, dann müssen wir wohl nochmal da runter. Falls wir das noch irgendwie überleben sollten. Okay. Ich glaube, hier geht das nicht. Wir haben ja eigentlich das Ventil aufgedreht. Das kann also eigentlich nichts mehr sein, was uns noch interessieren könnte. Falsche Richtung. Hey! Ah, oh, das war's gleich mal wieder. Nur ein Fehler und wir sind wieder am Arsch. Doch immer blöd, dass man nicht hört, welches Spiel man
mitlesen kann, welches Spiel man jetzt machen muss. Dann gehen wir noch mal da hoch. Vielleicht haben wir da noch eine Tür übersehen oder so. Hm? Nee. Warte mal, wie war eigentlich noch mal der Knopf, um das nächste Ziel zu erkunden? Ich dachte, mit irgendeinem Knopf hätte ich letztens eben das letzte Ziel noch angezeigt. Schade aber auch. Hier oben waren wir auch schon mal so. Und hier eigentlich auch nicht das größte Lösung sein. Dann sterben wir wohl einfach nochmal. Ja, hier hat er uns doch eingegeben runtergeworfen. Warum weiß ich jetzt das nicht, aber aus irgendwelchen Gründen hat das ja getan. Vielleicht tötet ja dieses Start, was wir da haben, einfach mal eben den Warrider, damit wir hier doch so rumlaufen können. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht probiere ich hier einfach mal irgendwelche Knöpfe. Vielleicht zeigt es mir dann an, wo unser nächstes Ziel ist. Warte mal, erstmal vielleicht. Danke. Deaktiviere Billys Notfallsystem der Lebenskammer. Wo finden wir die nur? Notfallsystem der Lebenskammer. Wahrscheinlich wartet der Warrider genau dahinter uns. Hinter der Tür. Nee, doch nicht. Da hatten wir wohl noch mal Glück, nur ich habe immer noch kein Schimmer, wo diese Lebenskammer ist. Oh! Hi! Ja. Du darfst uns nicht drauflassen, oder? Bitte uns, ne? Und tot. Kann mir irgendjemand sagen, wo das verdammte Leben ist? Ja, ich weiß, wir dürfen uns jetzt nicht umdrehen, weil er hinter uns steht. Hier war ich schon mal mit. Da ist jemand gestorben. Nee. Da könnte man auch irgendwie hinkommen, ich weiß nicht wie. Hi. Hi. Ich hab so gar keinen Plan, wo ich rumlaufe. Vielleicht muss ich ja hier was machen. Ja, nehmen wir das mal lieber auf. Ja, Warrider. Bittet er uns wieder oder was? Nee. Haben wir den nur angetan, dass er uns hier umbringen will? Naja. In Horrorspielen verwundert mich gar nichts mehr, dass uns jeder umbringen will. Oh.
gleich gebe ich den Geist auf. Meine Hände sind immer noch am Bluten. Ja. Hauptsache, wir haben die scheiß Kamera bei uns. Versuche zu entkommen. Gib nicht auf, Junge. Wir müssen nur einen Ausgang finden. Vielleicht kommen wir jetzt hier rein. Mach bloß jetzt nicht schlapp, mein Freund. Wir müssen nur hier raus. Wir schaffen das schon. Gib nicht auf. Wir müssen hier weg. Nochmal übergeben, bevor wir unseren letzten Atemzug damit verwenden, hier rauszukommen. Gut, dann weiter. Falls ihr meine letzte Nachricht hört, ich hinterlasse niemanden etwas von mir. Alles wird von mir vernichtet, sobald ich von der Welt gehe. Aber als letztes versuche ich noch hier rauszukommen und diesen Ort hier aufzunehmen. Ich halte nicht mehr lange durch. Wir müssen nur noch hier rauf. Der Wallrider ist, glaube ich, wieder hinter uns und will den Rest von uns haben. Was soll das? Warum? Warum? Ja, Leute. So endet also unser Let's Play über Outlast. Wir haben es geschafft, dem Warrider zu entkommen, haben alle möglichen Details dort aufgenommen, aber jetzt sterben wir am Ende einfach. Wir sterben einfach. Kratzen einfach ab und tschüss. Alles klar. So, Leute. Ich lasse jetzt einfach mal den Abspann einfach mal laufen und quatsche mal darüber. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal irgendwelche Spiele mal in die Kommentare jetzt zu diesem Part dann reinschreiben. Und ich schau da mal, ob ich mal diese Spiele dann auch für den Computer oder für die Wii U oder wenn ich irgendwie auch andere Möglichkeiten habe, etwas aufzunehmen, dann andere Spiele dann auch mal auf anderen Konsolen testen. Und ja, dann schaue ich mal, ob ich die Spiele dann in, was weiß ich, irgendwie beschaffen kann, um sie dann für euch aufzunehmen. Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich vielleicht mal Amazon Let's Play will. Amazon Let's Play will. Ja, Let's Play Amazon, wie man etwas bestellt. Nein, Quatsch. Jemand hat mich mal gefragt, ob ich mal Happy Wheels Let's Play will. Da, ich muss ehrlich sein, Leute, ich mag solche unendlichen Spiele nicht. Wie Minecraft und sowas. Ich bin eher so der Typ, der wirklich ein Adventure-Game oder Horror-Game oder sowas Let's Playt, wo dann eine anständige Story da ist. Und wo dann auch ein anständiges Ende dann da ist, auch wenn dieses Ende ein bisschen Quatsch war. Also Leute, ich weiß jetzt nicht mehr, worüber ich reden soll. Also würde ich einfach mal sagen, an dieser Stelle beenden wir einfach mal das Spiel. Naja, vielleicht kommt ja noch was nach dem Abspann, irgendein Video, ich weiß es nicht. Aber hey, das Spiel war doch eigentlich ziemlich witzig. Das, die Geschichte mit dem Fettsack, den Schläger, den Warrider, Vater Martin. Ich glaube, Murkoff war jetzt Vater Martin und sowas. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber wir haben es eigentlich recht gut durchgehalten. Bis zum letzten Atemzug haben wir es geschafft und dann werden wir einfach abgeknallt. Huhu! So sollte doch ein Horror-Game sein. Einfach mal, wir werden nur abgemurkst, aber durch das Ziel des Spiels werden wir immer wieder am Leben bleiben, bis wir am richtigen Ende wirklich sterben. Ha! Na gut, da fand ich Daylight wirklich ein bisschen vielversprechender. Da gab es auch ein
Ende, wo sie irgendwie ihre Erinnerung wiederbekommen hat und sowas. Aber das hier war doch auch eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich meine, ja, wir haben jetzt die ganze Geschichte über dieses Irrenanstalt aufgenommen mit dieser dämlichen Kamera. Und jetzt haben wir im Labor den Warrider kennengelernt und werden aus irgendwelchen Gründen auch immer dafür am Ende abgemurkst. So Leute, dieses Spiel war von CMF, FMC und so weiter und so fort. Das Spiel ist nun vorbei. Das war Outlast. Ich bin Pascal P. und dieser Kanal wird jetzt auch weitergeführt. Tschüss und bis zum nächsten Projekt, meine Leute.